Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen Devisenradar am Dienstag, dem 10. Februar hier beim JFD Devisenradar. Es grüßt Sie wieder Christian Kämmerer und wir wollen gleich angreifen mit dem US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen, der sich hier zuletzt ja sehr, sehr interessant darstellte in Form einer ja, sich zusammenziehenden Preisentwicklung. Und das wollen wir uns hier zunächst mal im Tagesschart anschauen. Der ganz kurz große Wochenchart hier unten, es ist klar, dass der Yen hier in einer großen Abwertungsrolle steckt und sicherlich hier nach oben hin das Ende noch nicht gefunden ist. Also die US-Dollar-Aufwertung und im Kontext dessen die Yen-Abwertung hier sicherlich weitergehen dürfte. Aber widmen wir uns kurz den Tagesschart, der eben hier interessant daherkommt, denn wir haben es hier mit einer Konsolidierungsphase zu tun, die unter Umständen schon bald vorbei sein dürfte oder aber sich eben hier noch ein Stück weit ausdehnt. Das gilt es eben jetzt mal auszuloten. Tatsache ist, wir sehen hier, dass wir mit der Entwicklung aus der vorangegangenen Woche, gerade hier die Non-Farm Payrolls am Freitag, führten dazu praktisch, dass das Währungspaar hier nach oben hin diese Abwärtstrendlinie seit dem Mehrjahreshoch hier oberhalb von 121 Yen touchierte. Daran sind wir in dem ersten Momentum gescheitert und hangeln uns jetzt mehr oder weniger knapp unterhalb dessen seitwärts. Tatsache ist, dass wir hier aktuell entweder die Option sehen, wenn sich dieser Abprall hier bestätigt, dass wir hier nochmal deutlich nach unten absacken. Das heißt, wir sehen hier nochmal Niveaus im Bereich der Unterstützung 117 Yen etwa oder hier Aufwärtstrendlinie von unten kommen, knapp oberhalb von 116 Yen. Hier nähert sich auch der EMA 100, hier diese blaue Linie, letztlich nach unten hin durchaus gut gestützt, das Währungspaar. Kann auch hier gerade auf Tagesbasis ein horizontal Support einzeichnen, der das Ganze hier dann auch noch mal ein Stück weit manifestiert. Also nach unten hin hier abgesichert, aber nach oben hin eben auch gerade aktuell noch der Deckel drauf. Um hier ein wirkliches Kaufsignal auf Tagesbasis zu liefern, müssten wir hier das Hoch vom Freitag bei 119,22 überwinden. Wenn das geschieht, dann sind relativ zügig hier Preise Richtung 121, 122 Yen denkbar. Doch gehen wir hier mal ins kurzfristigere Bild und zwar auf Stundenbasis. Da fällt nämlich auf, dass wir hier nach diesem enormen Momentumschub, ja, dank der Non-Farm Payrolls am Freitag immer wieder für Überraschung gut, eben hier dann noch eine weitere Aufwärtstendenz sahen und eben das Währungspaar dann hier in den Abendstunden während des gestrigen Handelstages und der Sonntagssession zur Eröffnung eben konsolidierte und dies in einer sich darstellenden bullischen Flagge. Ja, ich werde jetzt hier ein bisschen justieren. Es geht hier nicht um filigrane Zeichnung, sondern hier um grobe Eingrenzung der Tendenzen der Preisverläufe und da sehen wir eben hier, dass wir nach diesem starken Momentum hier eine bullische Flagge sehen, die sich durchaus ein Stück weit ausgedehnt hat. Aber wenn wir hier diesen Ausbruch von heute Nacht bestätigen und wir sind hier aktuell oberhalb des Daily Pivot Points bei 118,68, wenn wir jetzt hier nicht nochmal signifikant nach unten abdrehen, dann könnte sich hier dieser Ausbruch weiterhin nach oben entfalten. Der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen hat bislang nur 41 Pips zurückgelegt. Der Schnitt liegt zwischen 80 und 90 Pips. Das heißt, man hat hier gute Chancen, über das Niveau von 119 Yen anzusteigen auf Intraday-Basis. Also hier das Level 119, was ist denn Level 1, 119,03, könnte überboten werden, was dann auch dazu führen dürfte, dass wir hier dann praktisch die Hochs vom Freitag ansteuern. Das ist nicht unwahrscheinlich. Wie gesagt, die bullische Flagge im Stundenchart kommt sehr, sehr interessant daher und dazu passt auch hier unlängst im Stream, im Guidance FX Stream, der eröffnete Long Trade hier auf das Währungspaar, denn im M15 Chart haben wir natürlich auch eine positive Rainbow Struktur, die sich auch hier im H1 aufgrund dieses starken Comebacks hier vom Freitag nunmehr aufgefächert hat. Wir haben hier den Spin gesehen. Jetzt sehen wir hier eben diese positive Tendenz und so ein bisschen hat das Währungspaar jetzt noch Drive-Verlust. Also wir haben hier den Ausbruch aus der Asia-Range vollzogen. Das sieht ganz gut aus. Jetzt müssen wir uns eben über dem Pivot-Point festigen und sollten hier jetzt nicht in die Asia-Session oder in die Asia-Zone wieder reinfallen. Wenn das so bleibt, wir oberhalb hier dieses Levels uns aufhalten, dann sieht das ganz gut aus, dass wir hier das gestrige Tageshoch, Schrägstrich, die Hochs vom Freitag hier durchaus ansteuern könnte. Dazu muss aber, wie gesagt, dann hier das Momentum nach oben weiterhin aufwärts gerichtet bleiben und dann sieht das eigentlich ganz, ganz interessant aus. Schauen wir uns noch ganz kurz die Statistik in Sachen Saisonalität an. Da sehen wir hier zum einen den Wochentag, der kommt hier nicht so bullisch daher. Um ehrlich zu sein, das ist sogar der schwächste Handelstag während der letzten 52 Handelswochen.
Wir sehen hier mit 51% ist der Dienstag für den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen wahrlich nicht der stärkste Tag. Also insofern vielleicht doch wieder eine Rückzugsmöglichkeit, um hier praktisch diese bullische Flagge auf Stundenbasis ein Stück weit auszukonsolidieren. Aber das Setup selber sieht, wie gesagt, ganz interessant aus. Da muss man natürlich sehen, wo man hier den Ansatz nimmt, wenn man hier diesen Ausbruch aus der Asia-Session in der Früh gehandelt hätte. Wo bemerkt, da müsste man schon wirklich zu den argen Frühaufstehern gehören, dann hätte man hier den Stopp natürlich hier unter den letzten Verlaufstief setzen müssen. Ansonsten in den kurzfristigeren Zeitebenen sitzt der Stopp natürlich ein Stück weit höher. Das gilt es immer abzuwarten. Aber Tage, wie gesagt, beflügelt das aktuelle Setup nicht. 51% sind zwar positiv, aber im Vergleich zu den anderen Tagen recht schwach. Und wenn wir uns jetzt nochmal die Saisonalität anschauen, dann wird aber klar, und dazu werden wir auch heute noch eine größere Analyse zu allen anderen interessanten Yen-Pairs nochmal fahren und im JFD-Stream bzw. im JFD-Desktop darstellen. Wir haben hier grundsätzlich eine bullische Tendenz im Februar zu erwarten. Das sieht gar nicht schlecht aus, was hier die Währungspaare, die hier in Yen gehandelt werden, darstellen. Und das wollen wir uns dann, wie gesagt, im Laufe des Tages nochmal bei dem Euro gegenüber dem japanischen Yen, beim britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen und anschauen, um eben auch hier über den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen hinaus, den wir jetzt im Devisenradar besprechen, nochmals weitere interessante Punkte abzugrasen. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es im Prinzip schon gewesen für den heutigen Devisenradar und dem Einblick oder Ausblick hier zum US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Wenn Sie wollen, schalten Sie morgen wieder ein. Ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt erstmal einen angenehmen Handelstag und verbleibe bis morgen spätestens oder aber, wenn Sie mögen, zum JFD Live Trading TV während des heutigen Tages auf dem Desktop. Und in diesem Sinne sende ich Tschüss mit Etta und auf bald.